Jetzt könnte man sagen, da hat die EU genau den richtigen Schritt gesetzt und hat vor kurzem bekannt gegeben, letzte Woche, um es genau zu sagen, ab 2035 soll es, muss noch in den einzelnen Ländern natürlich beschlossen werden, soll es keine Neuanmeldungen von Verbrennungsmotoren mehr im Straßenverkehr geben, zumindest im privaten Straßenverkehr. Lkw sind da noch ein bisschen andere Regelungen geplant, aber eben für die private Nutzung. Das heißt, Elektroautos sind auf dem Markt, werden auch massiv beworben. Was sagt denn eine Interessensvertretung zu diesem geplanten Verbot ab 2035, beziehungsweise fangen wir doch einfach mal an, was sind denn auch die größten Sorgen und Probleme, die Sie darauf auf uns zukommen sehen? Die größten Probleme sind die Ziele, die erreicht werden sollten und die man aus unserer Sicht so nicht erreichen kann. Die Motivation, die batterieelektrischen Autos auf dem Markt zu etablieren, dass man keine Verbrenner mehr zulässt, die Motivation mag eine umweltpolitische sein, das hat jetzt mit der Krise wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun. Es rechnet sich dann unter Umständen etwas früher, speziell mit batterieelektrischen Autos. Aber wenn man das von vorne her, das Pferd einmal von vorne aufzäumt. Wir haben das Thema, dass wir in Österreich 5,1 Millionen Pkw zugelassen haben. Wir haben das Ziel 20, das Klimaziel 2030, die Verbrenner werden 2035 verboten. Wir müssten ab jetzt, ab heute, Elektrofahrzeuge nur noch zulassen. Das heißt, wir hätten jährlich einen Zulassungsbedarf von 300.000 Fahrzeugen, damit wir dieses Ziel schaffen, damit die Klimaziele erreicht werden. Und das ist Utopie. Und das nimmt man uns nicht ab. Wir laufen hier Sturm und wir laufen hier gegen Wände, weil in der EU, genauso wie in Österreich selber, das wird nicht erkannt, dass dieses Ziel so nicht erreichbar ist. Hier hat man die Augen zu. Das heißt, wir wünschen uns Alternativen. Mhm. Wir wünschen uns, und das tut mir als Techniker besonders weh, wir wünschen uns, dass die Industrie mit einer Wirkung beaufschlagt wird. Man muss Wirkungen verlangen. Zero Emission ist das Thema. Keine fossilen Brennstoffe. CO2 muss gesenkt werden. Das sind Ziele. Aber nicht, dass man hergeht und eine Technologie vorschreibt. Mhm. Und das tut man jetzt mit Batterieelektrik. Gibt man der Industrie eine Technologie vor. Ja, und das, so wie es jetzt ausschaut, läuft dieses Modell an die Wand. Das, gut, dass Sie das auch klargestellt haben. Es geht uns ja nicht darum und Ihnen natürlich auch nicht darum, hier die großen Verbrennungsmotoren, die 12 Liter verbrauchen, weiterhin hochzuhalten und die auch im Verkehr zu halten. Ihre Kritik richtet sich in erster Linie eben an dieser Monokultur, die da errichtet werden soll, sozusagen, dass es nur noch Elektroautos gibt. Jetzt wissen wir, da tut sich zwar sehr viel auf dem Markt, auch die Entwicklung hat da sehr, sehr große Schritte genommen in den letzten Monaten und Jahren jetzt auch. Also mittlerweile sind die zwar immer noch ein bisschen teurer in der Anschaffung, jetzt sagt man, es gibt aber auch schon günstigere Modelle, wo sich das auch amortisiert. Aber was passiert denn in 5, 6, 7 Jahren mit diesen Elektroautos? Das heißt, was passiert, wenn die am Ende ihrer Akkulebensdauer zum Beispiel sind? Müssen wir uns darauf einstellen, dass es künftig einen Gebrauchtwagenmarkt, wie wir ihn aktuell kennen, nicht mehr gibt und dass es eben auch für gewisse Bevölkerungsgruppen dann schwierig sein wird, überhaupt noch ein Fahrzeug sich leisten zu können? Man hat die Situation noch nicht fertig gedacht, aber das soll so sein. Die Industrie und auch der Handel wird Ideen haben dazu. Es werden auch die Hersteller der Fahrzeuge, die wollen ja auch ihre Arbeitsplätze sichern, die wollen produzieren und das sind doch einige Fahrzeughersteller. Das heißt, hier werden sicher Modelle kommen, die tragfähig sind, auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, dann hat man 8 Jahre Garantie auf eine Batterie, im Schnitt, und ist sorgenfrei für 8 Jahre. Aber es gibt ja die Zeit danach. Autos heute haben eine Lebensdauer im Schnitt von 14, 15 Jahren. Das heißt, hier haben wir nur die Hälfte der Lebensdauer in etwa abgedeckt und eine Batterie kann durchaus nahe an den Neuwagenpreis hinkommen, also die Hälfte wird noch einmal fällig. Hier muss es Modelle geben und ich spreche nicht vom Recycling, hier muss es Modelle geben in der Industrie, hier muss der Hersteller liefern können, hier müssen Finanzierungsmodelle aufgebaut werden, also hier kann man nicht den einzelnen mobilen Menschen überlassen und ihm das Ganze aufbürden. Jetzt kauft du dir ein Auto, vielleicht noch am Anfang im Leasing und dann die Familie, die sich nur das gebrauchte Auto kaufen kann, die steht dann vor dem Problem, dass dann unter Umständen nach 2 Jahren eine Batterie fällig wird. Vielleicht hält sie auch 10 Jahre, aber dieses Damoklesschwert einer sehr teuren Batterie schwebt über jedem, der einen Gebrauchtwagen fährt.